So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Da ist der Ditschen. Da ist der Manns Haulwurf. Der macht nämlich Video, ich auch, deswegen. Das seht ihr dann auf seinem Kanal. Und das hier seht ihr auf meinem Kanal. Wir wollen heute nämlich mal 3 Döner bestellen, extra scharf. Und dann möchten wir gerne einen Döner-Shake daraus machen. Was das ist, wissen wir selber noch nicht. Wir haben vorhin noch Ayran eingekauft, dass das alles im Mixer verrührt werden kann. Wir wollen also 3 Döner im Prinzip pürieren mit Flüssigkeit dazu, also mit Ayran. Jeder hat 2 Becher Ayran, das sind 500 Milliliter Soße. Wollen das pürieren, wollen gucken, ob das dann geht, ne? Der Hoden, der filmt. Der Ditschen, der ist fleißig hier am Bestellen. Da seht ihr das so. Der hat schon gewunken in die Kamera. Wunderbar. 3 Döner zum Mitnehmen. Wir gehen dann gleich mal hoch, werden gucken, ob wir die klein machen können, klein häckseln können, pürieren können. Den Ayran dazu. Irgendwie hat jeder dann so einen Shake, den er dann trinken kann. Man könnte es auch als eine Trinkchallenge durchgehen lassen. Wir sind aber gespannt, was das wird. Da seht ihr nochmal den Manns Haulwurf. Manns Haulwurf. Und dann nochmal den Ditschen. Genau, das kann ich auch mal. Der hat schon wieder einen roten Kopf, ne? Wunderbar. Immer wenn einer filmt, filmt der andere zurück. Wir sehen uns gleich oben, wenn wir die zusammen schnüren, zubereiten, pürieren und den Ayran hinzugeben. Was ist das denn hier? Da ist wieder ein Spätzer auf der Kamera. Der Manns Haulwurf ist auf jeden Fall am Film. Guck. Ich werde jetzt gerade erstmal gefilmt. Da steht er mit seinem Newborn-Shirt. Hier, zack, guck mal, der Bart. Ne, da braucht er keinen Gesichtsschutz mehr. So eine schöne Kamera, ich sage dir. Und der Ditschen, der fängt schon an. Da müssen wir mal drüber gucken. Wir haben nämlich 3 Gläser bereitgestellt und 3 Ayran dazu, in der Hoffnung, dass der Ayran in dem Mixer mit dem Döner einen Shake ergibt. Wenn das nicht reicht, gibt es einen zweiten Ayran dazu, den teuren, nicht den verbilligten. Dann passt es aber nicht mehr in das Glas und dann müssen wir das in eine Schüssel machen. Der Ditschen will jetzt erstmal die Döner kleinschneiden. Einen Döner kleinschneiden, da rein mixen mit einem Ayran und gucken, ob das in ein Glas passt. Bitteschön. Das Gute ist, ich muss gar nichts kommentieren, weil der Braun kommentiert alles. Der Spasti, der kommentiert die Scheiße. Das ist gut, aber. Bist du bereit? Aus, weil der Akku abkackt, so wie es aussieht. Guck mal, der Adi kriegt so lange in die Tüte rein. Adi! Adi, Schatz! Was ist denn, Ditschen? Ich denke, du machst hier. Oder sollen wir jetzt warten? Jo, fangen wir an. Pack mal aus. Machen wir jetzt erstmal einen Döner an. Reicht's mal. Also die Boxen ist ja trotzdem on point, aber ich sag, da wollte komplett unboxen. Wir machen Döner unboxen. Auf jeden Fall immer Michael Myers Messer am Start. Das sind übrigens nicht die vom McDöner, nicht die vom Abo, das sind die Dill-Döner vom Dill-Döner-Mann aus der Wand. Das bei den Hells Angels. Wie so ein Gespenst, kommt er einfach aus der Wand. Extra scharf. Weg. Mit Soße, mit Adi. Ich hab Fleisch am Fuß. Mach erstmal die Hälfte und dann von der Hälfte die Hälfte und dann vielleicht reicht ja schon die Hälfte für da. Man weiß es nicht. Oh, toll. Was ist denn das? Salat oder was? Bruder. Hier, jetzt. Denk schon mal hier. Tu mal die linke Hälfte da rein und guck, ob das passt. Nein, ich trotzdem nochmal irgendwie durch. Das kannst du nicht am Stück reinschmeißen. Hä, doch, wir können ja gucken, was passiert. Na, dann mach halt die Hälfte der Hälfte der Hälfte und dann mach die Hälfte und dann tu noch eine Folie hinterher. Hä, gleich ist die Hand weg, wenn das so weitergeht. So eine Sauerei. Das war die erste. Bei der dritten Klammer hat er keine Pfoten mehr. Okay. Willst du jetzt erstmal drücken oder willst du den Rest hinterher? Du brauchst ja Flüssigkeit drin, sonst dreht sich das noch bloß. Ja, da muss man jetzt den Ayran drüber schmeißen. Schmeiß also, Ditschen. Ditschen, du bist ja komplett überfordert, hä? Na, wir coin dich nicht voll. Nein. Mach mal mit dem Messer da. Was ist denn das? Salat oder was? Ein Salatbrötchen. Das sieht doch gut aus. Der Rest vom Döner ist also schon drin. Auch gar nichts erzählen, weil der Raum hat alles. Warum schmeißt du das da runter, Mann? Weil der meine Kumpel ist. Der wird fett, Alter. Ja, der passt nicht mehr durchs Loch. Ja, deswegen ja. Fängt. Ich will die beschützen. Ja, das reicht jetzt. Machst du einfach einen Becher hinterher und dann denk drauf. Los. Mach mal nur die Hälfte vom Becher und guck mal, was passiert. Wenn es nicht reicht, dann den Rest hinterher. Das war so also Schleichwerbung, geht so nicht. 30%.
Boah, das riecht ja wie Gefühl, das ich nicht. Echt? Hast du geschüttelt vorher? Ja, ordentlich. Das riecht wie Knoblauchsoße. Ist das die Hälfte? Ja. Ganz. Du bist ein Reudenhund. Das sieht doch aber gut aus. Das wird was. Ja, klar sieht's gut aus. Wenn nicht alles oben rausspritzt. Kommt die Blamage. Also ein halber Döner mit Ayran und dann die andere Hälfte vom Döner auch mit Ayran. Andersrum, oder? Andersrum. Andersrum. Onkel, andersrum. Andersrum. 180 Grad. Ananas mit Rum, genau. Gibt's auch. 90 Nein, Grad. Noch keine 180. Jetzt hat er's. Er hat's geschafft. Und jetzt? Norman Ritter hat's geschafft. Ey, ich würde trotzdem den Deckel festhalten. Ich vertraue da nicht drauf. Musst du festhalten, ja. Sonst geht's dann. So eine fliegt weg. Probieren wir mal gucken, was passiert. Seid ihr bereit? Ja, ja, wir sind bereit. Mach das Ding an. Los. Ist er tot? Ja, und jetzt ist es kaputt oder was? Toll, das war's schon. Da liegt doch noch der halbe Semmel drin. Wow. Ey, Junge. Ich glaub, hat sich du musst arbeiten. Er hat sich festgefahren. Moment. Wird repariert. Sieht aber schon gut aus. Das ist im Prinzip ja jetzt schon ein halber Shake, ne? Machen wir mal ganz. Warte, ich will jetzt. Jetzt geht das wieder. Also das sieht aus wie ein Shake auf jeden Fall. Das reicht noch nicht. Willst du das jetzt in das Glas füllen? Nein, das reicht noch nicht. Oder willst du den Rest von dem anderen Döner noch mit reinpacken? Wir hauen den Rest auch noch rein, oder? Na, entweder packen wir den Döner noch mit rein oder wir packen das ins Glas und um die Hälfte von dem Döner mit dem anderen Becher machen. Ich weiß es nicht. Probier es erstmal nur mit dem Döner. Dann wissen wir ja, dass 500 Kann Gramm ich? Reichen, ja? Ja. Und obwohl, was du kannst, wissen Darf wir nicht. Dafür haben wir ja einen Mülleimer. Das war für die Katz, eindeutig. Ja, der hat die Frist, der freut sich auf jeden Fall. Ah, mein Gehirn, Hilfe! Hey, Angel, schon du. Da liegt's, guck. Zzzz. Mal rein damit. Ist das kein Porno? Doch, doch, ich hab doch U-Porn extra an. Hier, irgendwie so. Meine Mutter hört. Kann ich aber X auch hochladen. Und was passiert jetzt? Wolltest du das gerade aus deinem T-Shirt abnehmen? Ja. Mach's doch an die Hose, die müssen wir eh noch abwechseln. Was, die Hosen? Mal verstehen. Warum meinst du, wir scheißen uns dann alle ein oder was? Wir müssen heute noch Chili-Soße kaufen, die andere ist nämlich leer. Aber das nur nebenbei. Aber Zitrus ist immer da. Jetzt geht's. Bros. Wenn er nach links drehst, hat er mehr Bums. Nee, wir wollen dir sparen. Weniger Bums braucht man. Cool. Ja, da ist er aber eben abgekackt. Bei jetzt schon wieder am Deckel. Oh, ich bin hier gerade ins Katzenbüffel reingetreten. Herr Böbeli. So. Gib mal Vollfett. Patrick, gib Vollfett. Was denn? Aha. Alter, er kann das mit der 180 Grad Regel noch nicht. Hat er noch nicht gelernt. Oha. Ja. Sonst müssen wir noch mehr Kotze reinmischen, damit das sich verteilt. Aber also, ich glaube, das funktioniert nein, so. Nein, hast du nicht, oder? Das ist doch nicht du. So ein Dreck. Er wollte ja extra. So ein dreckiger Mixer. Junge. Was geht ab? Du bist falsch rum. Du musst noch mal eine Runde drehen. Jetzt hat er. Ich sag's doch, du kannst es. Mit dem Fahrrad um den Block gefahren. Jetzt dreht er sich wirklich hier eine Runde. Vergessen. Als Pinocchio. Ins Was, du magst rechtsdrehende Kulturen? Solange das Deutsche Reich besteht, wird von links nach rechts gedreht. Finger bitte? Drauf, zack, an, geschossen. Los, Patrick, gib vor. Elbow drop. Wer braucht was? Mehr Power! Also unten geht was ab, aber oben nicht. Das also, sieht er doch danach. Ich glaube, der war zu viel. Fall. Ruhe bewahren. Unten nicht drehen, sonst kommt alles unten raus. Toll. Machst Ditchen du das immer so, ja? Barkeeper Ditchen regelt. 3, 2, 1. Und jetzt geht ab. Jetzt ist er kaputt. Kaputt, hat er aufgegeben. Nochmal shaken. Ja, aber das, oben das Stück bleibt so liegen, wie es ist. Das ist, glaube ich, zu wenig Flüssigkeit mittlerweile. Das Bruder hat alles auf. Wir können ja noch was reinfüllen vom zweiten. Hier nimm mal noch so ein. Ja, gib mal noch was in der Hälfte. Wir haben ja noch zwei. So, was alles da reingeht, ist ja gut. Und dann füllen wir das Glas ich einfach. Ich wollte bloß auf, hin, dass ich den Scheiß von. Und dann passt das doch, Deckel oder? Ich muss das sieht aus wie Zoo-Streaming. Es sieht doch aber gut aus so. Ich bin aufgeregt, ich muss was trinken. Ditchen sein Hobby. Schnell trinken. Ach, ruhig. Jetzt säuft er auch noch. Der hat mich gerade gefilmt, ich muss zurückfilmen. Wegen, muss ich auch trinken. Skoll. Das ist.
Dreckigen Schweizer. Quasi Pause. Also für mich würde das so reichen. Das ist schon Püree, das geht gut klar. Wir blenden hier jetzt einfach eine Werbung. Jetzt aber nur ein Itzeler. Nur die Hälfte vom Becher. Den Rest müssen wir noch so trinken. Das Ichi-Knie muss noch kommen. Zeig, mach hin. Rein. Wie das aussieht, das sieht jetzt schon aus wie... Du siehst ja, wie hoch es steigt und deswegen, wo Max ist. Wie nachts auf dem Abo. Max, guck dir euch mal den Deckel an. Der ist sexy. Das ist wie Kuchenschale auslegen. Sexy Hexi, Alter. Adolf! Was ist das? Sie essen. Also der Katze schmeckt schon mal, definitiv. Ja, das ist ja alles bloß wegen Kleidung. Wo ist der Sack? Du hast wieder das mit der 180 Grad, hast du immer noch nicht hingekriegt, oder? Das... Zu Dings muss nach vorne, hier zu dem, damit es vorne nicht rausschießt. Das zu Henne-Dings. Das gibt alles einen Sinn. Aber jetzt hört sich aber an. Mehr Power. Alle zwei. Vor allem die Saugfüße, wie sie immer zu abgehen und bam, 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 bam. Oh, das ist schon sehr flüssig. Oh, es riecht schon verschmort. Also es war bloß der Kondensator. Willst du jetzt probieren? Der Fluxkompensator. Willst du jetzt probieren, das mal da rein zu kippen? Meinst du, das passt? Also besteht die Frage nicht. Es hat sich sehr flüssig angehört. Also ich denke mal, das könnte was geworden werden sein. Ja, bestimmt. Hätte wäre. Du weißt schon. Dünne, mein Dünne. Hier vorne ist die Lasche zum Rausfüllen, gell? Beachte das bitte. Ich möchte nicht den ganzen Ofen dann wegschmeißen. Du sollst nicht riechen, du sollst es einführen. Ey, es ist wirklich ein Shake geworden. Ein Döner-Shake. 3 oder was? Mach doch voll. Mach doch voll, komm. Diese, oder? Ja, es muss doch voll sein. Es bleibt doch immer jeweils... Ari! Das sieht natürlich aus, wie ich schon mal gegessen. War das jetzt alles? Oder ist da noch was? Komm, ein bisschen geht noch rein, wenn noch was drin ist. Ah, wenn ich hier die Kampfkatze hier rumfliegen will. Ja, die macht doch nichts. Ja, das ist es ja. Die Krampfkatze. Krampfkatze? Stell's hin, alles wird gut. Jetzt nervt mich das blöde Ding hier. Eiscreme! Das ist ein Softeis. Döner-Eis. Geitschcreme. Softeis-Döner. Das sieht doch gut aus, das erste haben wir schon. Ja, ich wollte jetzt auch gerade sagen. Ja, ja. Wer muss arbeiten? Schreibt mal in die Kommentare. Ich würde sagen, ich muss mal ins Licht. Ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut. Wir füllen die zwei anderen Gläser noch auf, melden uns dann zurück und probieren den dann, damit wir nicht ein 30-Minuten-Video haben. Deswegen machen wir einfach das so und machen den Rest anders und dann mal verstehst. Ich glaube, wir haben es auf jeden Fall jetzt geschafft. Der riecht auch ganz schön. Also den Mixer kaputt zu machen. Zwei Gläser haben wir jetzt vollgefüllt hier. Ein Glas voll. Ich denke mal, der ist durchgebrannt. Zwei Gläser voll. Das dritte fehlt noch. Aber der Mixer hat irgendwie keinen Bock mehr. Ja, bei meinem Döner. Es riecht einfach nur richtig verbrannt und vergurgelt. Warte doch mal. Der Deckel ist auch falsch. Sehr schön. Hier seht ihr die muskulösen Geitscharme. Guck. Und das T-Shirt. Hier geht's in die Hose rein. Und unten sind noch die Strümpfe. Du hast den Deckel mal wieder falsch aufgesetzt. Das gut, der Fachmann hat's verkackt. Es geht natürlich noch, wir melden zurück, wenn das dritte Glas voll ist. So, wir haben jetzt hier eingefunden im Schlafzimmer. Da ist der Ditschen. Mit dem Adi. Da ist der Adi. Da ist der Mannshaulwurf. Ne? Geitsch, ne? Ihr wisst Bescheid. Hier haben wir jetzt drei Gläser aufgebaut und eine Flasche Bier. Wo kommen die denn her? Was soll das denn? Was soll das ganze Bild bis zum Adi, Glück? Junge. Wir haben ja auf jeden Fall jetzt... Drei Döner-Shakes, guckt euch die an, wie heftig die aussehen. Da seht ihr jede einzelne Zutat, das waren drei extra scharfe Döner. Ich glaube, der Adi fühlt sich belästigt. Lass mich los, du Arsch! Ich geh kacken! Gut, dann geht der Adi halt kacken. Wir übergeben das Wort kurz an Mannshaulwurf, der für seinen Kanal noch eine Ansprache macht, was jetzt abgeht. Seine Kamera steht nämlich auch hier. Bitteschön. So, dann bin ich auch wieder zurück, Mannshaulwurf. Herzlich willkommen back in the game. So, ihr habt es ja jetzt nochmal, ich kann es ja nochmal extra für meinen Kanal aufnehmen. Und zwar haben wir unsere drei Döner-Shakes hier am Schlüssel. Sie werden auch schön beleuchtet, sieht richtig edel aus eigentlich, wie in so einem Nobel-Restaurant. Aber, ich werde hier angegriffen. Hier haben wir unsere leckeren Shakes. Sieht natürlich alles aus wie schon mal gegessen. Vielleicht auch schon dreimal verdaut, man weiß es nicht. So ist es immer. Aber Huma sagt immer noch,
Miau. Alles okay, also kann ja nur besser werden. Die Katze ist hier übelst famegeil übrigens. Mhm. Adi, Adolf, 20. April, Geburtstag, wisst ihr Bescheid? So, und ich würde sagen, wir probieren uns jetzt die Dinger einfach mal versuchen uns jetzt die Dinger einfach mal in die Figur zu schütten, würde ich sagen. Wollt ihr jetzt erst oben kurz dran nippen zum Testen und dann reinprügeln? Ja, oder trinkt man die auf Ex einfach? Ja, oder auf was X macht man damit? Eben auch. Auf Ex geht das bestimmt. Wenn man einfach kaut beim Trinken, dann geht das schon. Also riechen tut es wieder immer auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein halber Liter. Ein halber Liter Döner-Shake. Guck mal, das Glas, das macht gar nicht klirr, das macht aber nur pfuh, als wäre es aus Plastik auf einmal. Das hat halt die komplette Konsistenz geändert. Ich weiß, ich habe eh gleich alles im Bart. Probieren mal oben ein Stück. Oh, Alter. Aber schmeckt gut. Apfel, du hast dasselbe Zeug drüben. Das ist wie eine Art Thunfisch. Wie eine Art Thunfischcreme, so irgendwie. Dorschleber. Aber trinken kannst du es nicht. So richtig dick und fett. Das geht bestimmt und dann fällst du tot um, das kann auch sein. Mir bleibt alles im Bad. Also schmeckt auf jeden Fall nach Döner. Das kann man schon mal sagen. Ja, blöd, den Scheiß. Mega dickflüssig auf jeden Fall. Ich hab da noch einen Schwanz gehabt. Man sieht ja hier, also es läuft ja nicht mal richtig. Oh ja, merkst du aber Chili übelst, oder? Ich mehr gar nichts. Das wissen wir ja. Ich hoffe eh nichts mehr, egal. Das ist auf jeden Fall eine neue Marktlücke. Wenn der Dönermann da unten das sieht, was wir damit gemacht haben, vielleicht verkauft er das auch demnächst. So Smoothies für den Sommer, hat man ja vorhin schon. Einfach Döner, Smoothie-Bruder für unterwegs. So. Smoothie. Deine Katze spricht mein Video. Ich weiß nicht, aber trotzdem, man muss trotzdem rumkauen. Ich kann es ja nochmal in die Kamera halten. Kann man das einfrieren? Das ist so ein harter, heftiger Brei. Döner-Eis. Machst so einen Stiel oben rein, ja? Ja. So einen Kochlöffel am besten mit. In der nächsten Folge. So einen Holzkochlöffel und dann. Und wir sind immer noch beim Klaus. Ey. Schaffst du eh nicht ganz. Bei mir wird es gar nicht weniger. Aber ich muss sagen, das kommt jetzt auf die neuen Dönerpackungen als Serviervorschlag. Das hat auf jeden Fall so eine richtig breiige Konsistenz, wie wenn ihr das wirklich ausgeworfen habt. Das ist einfach nur, weiß ich nicht. Fühlt sich ziemlich unangenehm an. Aber schmeckt. Es ist ja nicht flüssig zum Trinken, es ist einfach nur brei. Das ist es. Wir haben ja gehofft eigentlich, wir können das trinken. Einfach so hinter die Binde kippen, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist wie Grießbrei, oder? So. Ihr könnt das wirklich nur Stück für Stück. Habt ihr die Schnauze, Alter? Habt ihr mit Chili reingemischt? Stück für Stück und dann einfach immer wieder kauen. Wir haben alle drei dieselben gehabt. Probier alle mal. Drei waren extra scharf. Dann eins ist immer noch voll. Willst du meins probieren? Ja, ich verstehe die Frage nicht. Wo ich nicht. Das sieht ja genau aus. Ich glaube, das ist als Shake zu trinken, dauert es einfach eine Stunde. Ein Döner ist ja in 5 Minuten weg. Ja, brennt wie Huf, also. Ja, aber scheint es viel cremiger als meiner. Probieren wir gleich. Dann krieg ich Corona. Wir fanden trotzdem, der erste war der beste. Da ist nämlich viel mehr von dem Ayran dabei. Deswegen ist der irgendwie flüssiger. Und seiner ist viel breiiger. Echt so? Da ist auch weniger Ayran drin, weniger Brühe, weil jedes Mal, wenn wir dann ein Glas ausgekippt haben, war ungefähr noch so viel in dem Mixer mit drin, was wieder in den nächsten Shake mit reinkam. Dann war wieder so viel drin für den nächsten Shake und die wurden von Mal zu Mal also immer fester, immer breiiger. Und der erste ist der flüssigste, den habe ich mir natürlich schnell geangelt. Der Durchfall-Shake. Den man trotzdem einfach nicht so trinken kann. Also ich habe voll die Brocken drin, ich muss übrigens. Kevin, das sieht aus wie schon mal gegessen. Ich hätte gerne mal einen Döner hier. In der Eistüte. Mit Löffel. Wenn ihr das auch mal probieren wollt, macht das natürlich gerne mal nach. Mit einem geilen kleinen Mixer. Kauft euch einen schönen Döner. Macht den mal klein. Halbwurf übrigens. Er wollte ja erst Wasser nehmen, weil er gesagt hat, Wasser ist geschmacksneutral. Ich hätte Bier genommen. Dann tut das den Geschmack nicht verfälschen, aber das hätte einfach alles nur verflüssigt, aber den Geschmack wahrscheinlich so rausgezogen,
Deswegen ist das Eiran, glaube ich, das Beste, was man dazu machen kann. Richtig. Macht es noch ein bisschen cremig, hat auch so eine gute Note. Zum Trinken trotzdem nicht wirklich geeignet. Ist aber eine lustige Idee, hat er gesagt, er hat mal das ganze Internet durchforstet, ob es das schon mal gab. Er hat nichts dazu gefunden, großartig. Deswegen denkt er, dass es mal was Besonderes ist. Haben wir mal ausprobiert. Vielleicht machen wir das nächste Mal auch einfach Pizzashakes. Da müssen wir noch überlegen, ob das sinnvoll ist oder auch nicht. Und uns vor allem auf die Sorte einigen. Döner ist ja Döner. Pizza gibt so viele Sorten, ob das dann sinnvoll ist, einen Pizzashake zu machen. Jeder den anderen, jeder den gleichen, wie auch immer. Ich würde sagen, wir trinken das noch in Ruhe aus. Oder wir essen das aus, wir schlürfen das aus, wir kauen das durch, Stück für Stück. Und das war es eigentlich von diesem Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, probier das gerne mal. Kann man ja mal machen, ist ja jetzt nichts Schlimmes. Jeder hat vielleicht einen Mixer zu Hause. Hier auch nochmal Prost, ne? Prost, Nuki. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Und? Boah, das kann man gar nicht. Das ist bei mir bleibt alles im Schnauzbart hängen.